Willkommen auf meinem YouTube-Kanal, heute zu einer neuen Mod-Vorstellung. Es sind Flugzeuge zum Verschönern des Flughafens sozusagen. Es gibt sie nur als Ersatz. Ihr seht sie hier schon. So, hier haben wir zum Beispiel, ich habe schon mal einen Flughafen hier hingesetzt und habe dann hier schon mal die Flugzeuge. Guckt mal, da kriegt er hier 1944, 1944, 39. Hier kriegt er noch so Funkanlagen dazu. So, hier habt ihr Flugzeuge mit Funkanlagen. Wow. So. Hier habt ihr zum Beispiel Flugzeuge von 1945 drin. Ja. Sind immer die gleichen Flugzeuge, nur eben eine andere Lackierung. Wir setzen sie uns mal alle hier hin. So. Ich weiß gar nicht, wenn ich drauf gehe. Naja, er zeigt nichts an. So, dann haben wir hier von 1939 Flugzeuge. Die sehen aber genauso fast aus. Und von 44. So. Ne, wir müssen das erst aktivieren. So, jetzt haben wir die Flugzeuge von 39. Zwei Stück. So, falls ihr ein Museum aufbauen wollt, hier von 44. Die Flugzeuge. Wie gesagt, es sind immer die gleichen, nur eben eine andere Lackierung. Ja, so. Hier haben wir ganz viele. Hier die Bomber. Ja. So, ich nehme jetzt nur mal zwei Stück. Sonst wird das zu viel. Wie gesagt, es ist ja immer nur eine andere Farbe. Und eben... So, ihr müsst immer erst auf Aktivieren gehen. Wieso macht er das jetzt hier nicht? So. Aktivieren. Deaktivieren. So. Ist dann der Vorführeffekt. Ja. Jetzt ist das Flugzeug unter dem anderen Flugzeug. Oder sind das diese Gleiter, die unter den Dingern hinkommen? So. Das ist jetzt der Vorführeffekt. So, da haben wir sie jetzt. Ne, das ist... Doch, das sind die, ne? Ja, genau. Oder? Ne, doch nicht. Sind wieder zwei verschiedene. Müssen wir dann erstmal alles deaktivieren. So, ich hatte nicht alles deaktiviert, deswegen ging es nicht. So, das sind dann die Flugzeuge von 1945 oder auch aus dem, wie gesagt, aus dem Zweiten Weltkrieg. Ja, hier die Bomber. Schön. So. Der Mod ist von Benditch, so, und ist in der Modwerkstatt erschienen. Ich setze euch den Link unten rein. Falls ihr bei Benditch mal reinschauen wollt, lasst einen schönen Gruß von Donny Spielecke da. Vielleicht auch einen Daumen hoch und noch einen netten Kommentar. Und wie gesagt, das sind jetzt die ersten Flugzeuge. Jetzt gehen wir dann zu den nächsten. Hier haben wir dann Flugzeuge von 1917. Ich nehme immer nur zwei Stück, sind immer dieselben, wie gesagt, nur eben... andere Farbgebung. So. Das sind auch von 1917. Luftwaffe. Da könnt ihr ja gucken. Hier WW1, seht ihr? So. Von 1918. Ja, ein bisschen anders sehen sie aus. 1914.
Ihr müsst immer das vorige Modell dann deaktivieren, sonst funktioniert das nicht. Von 1910. So, das Interessanteste kommt jetzt zum Schluss. Da haben wir nämlich hier Hubschrauber. So, ADAC-Hubschrauber. So, ich nehme mal hier eine freie Ecke. So, ein ADAC-Hubschrauber, da nehmen wir mal mehr. Das ist eine Bo 105, ja. So, Polizei haben wir auch hier. So, Militärausführung. Feuerwehr, oder? Ich glaube ja, es könnte Feuerwehr sein. So. Hier in der privaten Ausführung vielleicht. Was haben wir hier? Nochmal eine private Ausführung. Hier in Blau. Und hier nochmal mit Reklame drauf. So. Das wäre dieser Mod von Bandage. So, dann lasst uns mal die Hubschrauber angucken. Schöne Details, sie sind aber nur als Asset erhältlich, also ohne Flug und ohne alles. Was haben wir denn hier drauf? Ein Adler, ja. Hier die Militärmaschine, Polizei, Katastrophenschutz und ADAC. Sie dienen schön hier zur Zierde, also man kann schön damit was ausbauen oder den Flughafen verschönern, ne? So, und wie gesagt, hier, wenn ihr ein Flugzeugmuseum bauen wollt am Flughafen, hier die alten Flugzeuge, ja, und hier aus dem Zweiten Weltkrieg die Flugzeuge. Wie gedacht, die sind von Bandage, erschienen in der Mod-Werkstatt, Link unter dem Video. Und wie gesagt, sie sind alle hier, nur andere Farben sind es dann. Sind vieles die gleichen Flugzeuge, ja. Aber wenn er jetzt hier so guckt, vom Ersten Weltkrieg die Flugzeuge, sie sind schön detailgetreu und alles gemacht. Wenn ihr natürlich Hubschrauber haben wollt, die fliegen, dann müsst ihr zu Huge Dragon gehen. Da gibt es ja diese Transporthubschrauber. Das ist aber dann keine von diesen Maschinen. Das sind dann hier nicht die B100 oder Bo 105. Das sind dann andere Flughubschrauber. Ich kann sie euch zeigen. So, wenn ihr auf Kaufen geht und den Mod drauf habt, dann habt ihr hier von Bandage die Hubschrauber. Ja. So, da habt ihr dann auch verschiedene Hubschrauber, aber die könnt ihr dann einsetzen zum Transportieren von allen möglichen Gütern. Dann gibt es sie hier auch noch als Transport. Ja, das hat aber jetzt mit dem Mod nichts zu tun. Da habe ich die extra Mod-Vorstellung. Guckt mal bei meinem Mod, dann habt ihr den Link auch für diese Hubschrauber, die nicht als Sets gibt, sondern nur als nicht, was heißt nur, die sind flugtauglich und ihr könnt dann auch wie mit den Flugzeugen Linien erstellen und dann die Hubschrauber zum Transport halt benutzen. Ja? So, wie gesagt, mit diesen Bildern. Hier im Vordergrund den blau-weißen. Ja. Wie gesagt, sie sind schöne Hubschrauber, ne? So. So, damit habe ich dann euch den Mod vorgestellt. So, dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Bleibt gesund, werdet gesund. Euer Donny, wir sehen uns wieder.